Moin, heute male ich diesen abstrakten Blumennebel in mehreren Schichten und ich zeige dir jeden einzelnen Schritt. Auf geht's! Mit verschiedenen Stiften setze ich willkürlich und spontan Striche und Linien mit der rechten und linken Hand und erhalte ein schönes Durcheinander. Leider fängt die Kamera das gerade nicht so gut ein, aber das wird gleich besser. Einige Markierungen kann ich unter Befeuchtung verwischen und mache die Leinwand dadurch etwas schmutzig. Ich spritze Wasser auf und provoziere so Farbrinnsale. Mit Painless Gray setze ich verschiedene Grautöne, oft transparent, damit das Gezeichnete durchscheinen kann. Die seitlichen Kanten der Leinwand male ich immer gleich mit, dann braucht das Bild nicht unbedingt einen Rahmen. Mit Phthalo-Blau, Türkis, Celine-Blau, Phthalo-Grün und Titan-Weiß ergänze ich die erste Farbschicht aus kalten Farben. Dabei denke ich noch nicht so viel über Komposition nach. Ich spritze und tropfe Wasser auf, lasse kurz einwirken und tupfe Farbe weg. Das gibt eine interessante, lebendige Struktur. Nun entscheide ich, dass doch Türkis den Farbklang dominieren soll. Mit Schwarz setze ich erneut hier und da Dunkelheiten. Ich spritze Wasser, um Rinnsale über das Bild laufen zu lassen. In die noch nasse Farbe kratze ich Spuren mit einem Spachtel. Nach dem Trocknen kommen wieder verschiedene Stifte zum Einsatz für eine schöne wilde Fläche. Einige Nahaufnahmen machen sie besser sichtbar und der Plan ist, dass davon am Ende noch einiges durchblitzt. Wir werden sehen. Nun bringe ich warme Farben auf. Ich setze ganz mutig und ohne viel zu überlegen Tupfer aus Gelb, Orange, Rot, Magenta und vielen Mischungen daraus, meist mit Weißbeimischung. Thank you.
Mit verschiedenen Weißnuancen übermale ich vieles vom Untergrund, lasse Tupfer wieder verschwinden oder gebe ihnen eine andere, interessantere Form. Was ich nun als zu viel oder zu unruhig empfinde, verschwindet unter lebendigen Flächen aus Grau-Blautönen. Dabei denke ich nun auch mehr über die Gesamtkomposition nach. Dieses Malen und wieder übermalen und verändern gehört unbedingt zum Entstehungsprozess meines Bildes dazu. Das Endergebnis ist also nur wenig planbar. Es ist mehr ein Ausprobieren, ein Suchen und Finden. Wenn ich weiß, dass ich alles immer wieder verändern kann, gehe ich ganz entspannt und sorglos ans Werk.
freue mich über zufällig Entstandenes und genieße ein stressfreies Arbeiten. Und das macht wirklich viel Spaß. Seinen Titel erhält das Bild auch erst am Schluss, wenn ich es nochmal in Ruhe auf mich wirken lasse und weiß, wo ich gelandet bin. Hier muss jetzt noch etwas mehr Helligkeit ins Bild. Und so geht es immer weiter und weiter, bis ich das Gefühl habe, dass es fertig ist. Thank you.
So, nun gefällt es mir. Und ich zeige dir zum Schluss noch ein paar Nahaufnahmen von meinem Blumennebel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du gibst mir ein Like und abonnierst meinen Kanal. Über einen Kommentar würde ich mich auch sehr freuen. Schau doch gerne mal wieder rein in Marcis Atelier. Gott segne dich und deine Projekte. Tschüss und bis bald.